Wir befinden uns jetzt beim Stall der Sümpfe. Obwohl ich ja beim Strand da unten sein wollte, da war ich auch. Ich habe mir das ein bisschen mal angeschaut, bin da schon ein bisschen lang gelaufen, auch hier. Habe dann einen Croc markiert, da auch einen. Hier ist der Baum für die ganzen Höhlen, dass man die Höhlen anzeigen lassen kann. Hier ist eine Höhle. Hier war auch irgendwo Kilton, da habe ich auch nochmal geguckt. Mir fehlen noch 26 Majoi. Also viele sind das gar nicht mehr unbedingt. Und bei Brunnen haben wir jetzt 42 von 58. Bin dann hier noch lang gelaufen, habe diese Brücke noch aufgedeckt. Die Brücke hier wiederum geht nicht, da ist kein Name. Und bin noch einmal zu diesem Stall gegangen. Da fehlt noch der Brunnen, da bin ich nicht reingesprungen, da ist aber noch einer. Und hier gibt es auch noch ein bisschen was, was ich, wie man sieht, ja, noch erkunden muss. Ich werde jetzt die Wege halt immer ein bisschen ablaufen und da, wo die interessanten Punkte sind, springen wir dann, also werde ich dann halt hinschneiden, weil die ganzen Laufwege sind jetzt nicht unbedingt interessant. Da ich ja auch ein paar Nebenquests noch drin haben wollte, habe ich doch mal im Internet nachgeguckt. Und genau wie man hier sieht, bei den zwei Symbolen da und da ist eine Nebenquest. Beides Stellen, wo ich nicht war. Das heißt, ich hätte sie locker mit der Fahrt des Helden finden können. Verdammt, aber naja. Nun ist es halt so, ich weiß es ja vorher nicht. Hier ist auch noch einiges, wo ich nicht lang gelaufen bin, auch die ganzen Brücken nicht erkundet. Ja, einmal hier und einmal sogar hier. Beim Stall der Sümpfe bin ich ja hier hingelaufen, aber hier hinten ist noch was, wo ich nicht war. Das heißt, sehr nah dran. Also hier war früher im BOTW eine Sidequest. Jetzt ist da hinten eine. Und da werden wir auch mal langlaufen. Ich war auch noch bei Kilton. Oh, da unten ist ein bisschen Croc, sehe ich gerade. Ich war noch bei Kilton. Noch 26 Mal Joyce. Fehlen mir. Eine Höhle habe ich schon markiert, also noch 25. Ich war auch bei der Madame wegen dem Brunnen. Und es fehlen noch ganze 16 Stück. Ein weiß ich aber schon, beziehungsweise zwei. Das heißt, gleich sind es nur noch 14. Ja, es geht mehr und mehr dem Ende zu. Aber bei den beiden Sachen, wo ich jetzt Sidequest noch herhole, hätte ich nicht im Internet nachgucken müssen. Ist mir dann wieder aufgefallen. Weil, habe ich die Brücke jetzt? Ja, doch, habe ich. Weil ich war halt nicht hier. Und ich werde so oder so in diesen Brunnen reingesprungen. Denn hier ist einer, der nicht mehr rauskommt. Na, toll. Ein Glück, endlich kommt mich jemand retten. Tja, mir ist hier etwas reingefallen und ich bin hinterhergeklettert. Und beim Versuch rauszuklettern ist die Leiter kaputt gegangen. Und mein Kumpel hat nichts gemerkt und ist einfach weiter. Ich meine, echt jetzt? Bin vielleicht erleichtert, dass du hier bist. Was machen wir jetzt? Die Leiter ist ja kaputt. Das Leiterbruchstück ist noch da, also müssen wir sie damit nur einfach reparieren. Aber ich komme nicht ran. Ja, okay, ich habe schon verstanden. Aber gut, ich kann mir schon vorstellen, dass... Oh. Ich kann mir halt schon vorstellen, dass ich nicht, auf jeden Fall nicht alles gefunden hätte alleine. Ich denke mal, es gibt einige Stellen, die schwer sind. Ich habe halt immer die Angst gehabt, und das wird wahrscheinlich auch noch sein, dass es irgendwo eine Steintafel, irgendwas war, was ich nie, mit der ich nie interagiert habe. Deshalb dachte ich mal, ich gucke jetzt einfach mal nach. Sonst wird das ewig dauern. Aber ja, man hätte die Dinger, auch wenn man will, so finden können. Geht das? Ja, ich könnte da so hoch, aber ich weiß nicht genau, ob das für ihn klappt. Dann müssen wir uns mit dem Leben hier unten abfinden. Zählt das schon? Was? Hast du sie repariert? Du bist ja unglaublich. Also los, nix wie raus hier. Okay, richtig repariert war es nicht, aber es funktioniert. Oh, das ist ja noch eine Höhle. Danke für die Rettung. Ich dachte schon, ich müsste jetzt für immer da unten bleiben. Hier, lass mich dir zum Dank etwas geben. Nimm es ruhig. Okay, wir wollten zum Stall am Berge und uns dort bei der Sonar-Forschungsgruppe bewerben. Mach's gut und danke nochmal. Pass auf dich auf. Stall am Berge? Jetzt ist die Frage, ob da auch wieder was Neues ist. Ich werde auch nochmal nachgucken. Ich werde euch dann natürlich die Informationen wieder geben. Ist die Croc-Maske am Wackeln? Ja. Warum, weiß ich ja. Stimmt, da unten war ja noch einer. Aber da ist noch eine Höhle. Da ist noch eine Höhle mehr. Schlag auf Schlag. Ich sag ja, wir springen jetzt auch von einer Sache zur anderen. So den interessanten... komm schon, Tulip. Den interessanten Ding. Und nach werden wir wohl alles in nächster Zeit fertig kriegen. Außer die Crocs, das sind natürlich noch viele. Aber alle Nebenquests, alle Brunnen, alle Höhlen. Dann kommen noch die Fotos und die Croggies. Ein paar Folgen werden es aber noch sein. Aber wenn man halt von einer Sache zur anderen springt, klappt natürlich, kann natürlich viel in eine Folge reingepackt werden, ne? Und die ganzen Laufwege rausschnibbelt. So, hier ist ein Gegnerlager, aber auch gleichzeitig eine Höhle. Und denk mal, der Majoi ist da oben, oder? Ja. Wollte ich gar nicht. Ist jetzt auch egal. Erstmal wegbomben.
Ich habe gar keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Ich hole mir nur den Major und hau wieder ab. Tschüss, Leute. Ich bin jetzt weg. Ja, dann hätten wir die Höhle geholt, den Brunnen, den Croggy. Dann geht's zu den Dingen, die ich markiert habe, außer das hier. Das ist ja der Baum für die Höhlen. Dann geht's zu dem Croc und dann laufen wir halt diese ganzen Dinge ab. Und von da aus geht's dann weiter zum nächsten Stall. Damit ihr einmal seht, wo wir genau sind. Wir sind jetzt bei diesem Stempel, bis hier diesem Croc. Hier sind auch bestimmt noch einige Crocs drin. Da habe ich zwar einen. Sonst noch irgendwo? Hier gar nicht. Da habe ich wahrscheinlich die Maske nicht genutzt. Das ist wieder so einer. Ich versuche halt schon alle Crocs zu zeigen. Ich habe zwar jetzt einen nicht gezeigt, weil der außerhalb der Aufnahme war. Aber gut, das war ein Stein auf dem Baum. Ich denke, jeder weiß, wie das abläuft. Moment. Von unten vielleicht? So rum? Von unten bestimmt, ne? Ja, alles klar. Das ging schnell. Das ging schnell. Was ist denn die nächste Markierung, die ich gesetzt habe? Genau, die ist nämlich genau in der Nähe. Das ist nämlich auch noch eine Höhle. Dann haben wir schon wieder zwei Magnioi mehr. Ich versuche zwar jetzt nicht auf Biegen und Brechen zu einer gewissen Folgenzahl irgendwie alles hinzukriegen, weil wir bald die 200 erreichen. Kommt ja auch mal drauf an, wie lange man die Folgen macht, ne? Ich könnte ja, wie gesagt, auch geschnitten könnte ich im Endeffekt, wenn ich will, 2-Stunden-Folgen hochladen. Aber nee. Das ist eine ganz andere Art von Höhle, als ich dachte, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, wir haben mal wieder so ein Teil, wo wir Strom... Ah, cool. Davon haben wir so wenig gehabt in dem Spiel. Das hat mich voll... Fand ich ein bisschen schade. Nee, das fand ich wirklich ein bisschen schade. Aber ich sehe schon, was ich machen muss. Das Ding ist nur, ich muss die hier den Strom weiterleiten. Kann man damit auch den Strom weiterleiten? Nee, nicht wirklich. Man kann damit halt eine andere Höhe hinsetzen. Aber sonst hat man nichts zum Strom weiterleiten, ne? Nee. Wollen wir vielleicht mal die Plattform für irgendwas nutzen? Ja, bringt aber auch nichts, glaube ich. Wie haben sie sich das denn jetzt hier vorgestellt? Kannst hier hinpacken. Kannst den da hinpacken. Aber es reicht ja nicht. Der Strom geht ja trotzdem nicht bis da oben. Das muss ja bis dahin gehen. Bis dahin muss man den Strom kriegen. Aber alles da unten... Oh, jetzt fällt das Ding mal um. War auch ein bisschen doof, dass sie das so schräg gebaut haben. Ja, du kannst halt aber mit nichts anderes den Strom weiterleiten. Auch als Mittelpart nicht. Glaube ich hab's. Wir nehmen diese zwei Pfosten hier. Packen die an den Würfel dran. Und gehen so hoch, wie es geht. Am besten hier so. Und dahin. Und zack, hängt der an der Wand. Und den nächsten daneben. Dann haben wir es doch schon, oder? Ja, fertig. Das war's schon. Ah, da links war noch eine Tür, habe ich gesehen. Den Pfosten geht's am einfachsten. Einmal eine Truhe. War's auch eine Hülle, oder? Nicht? Ist hier noch Major? Oh, ein Topas. Ich meine, das ist eine Höhle. Oh, hier geht's ja noch weiter. Okay. Ich dachte schon gerade, da ist er ja. Ja, war interessant. War mal was anderes. Ich habe halt, also Stromsachen waren im BOTW echt viele. Ich finde, in dem Spiel sind gar nicht so viele. Das hat mich ein bisschen, fand ich ein bisschen traurig. Schade, sagen wir es mal so. Hat mich eher traurig gemacht. Weil ich mochte diese ganzen Elektrorätsel. Auch, dass man, da gab es auch diesen Akku, der so für sich voll saugt mit Energie. Das hatten wir in einem Schrein. Und nach einer Zeit dann wieder aufgebraucht wird. So, das habe ich irgendwie nie wieder großartig verwendet. Das fand ich echt schade, dass es kaum vorkam. Achso, ich hatte natürlich auch ein paar NPCs auf dem Weg getroffen, wie den zum Beispiel. War der das? Nee, das ist schon wieder ein anderer. Okay. Und, aber die ganzen Leute, die hier unterwegs laufen, die geben einen nie Sidequest. Aber ich quatsch die natürlich immer an, damit der Name über dem Kopf ist und wir wissen, dass ich den schon mal, mit denen schon mal gequatscht habe. Okay, ab zum nächsten Croc. Der nächste Croc befindet sich nämlich bei dieser Brücke hier. Auch eine, die man wenigstens aufdecken kann. Als den Namen zumindest. Wir haben jetzt auch schon 73%. Auch das sind gar nicht mehr so viel. Wahrscheinlich ist der hier unter der Brücke. Jupp, da. Das könnte man sich natürlich denken, ne? Das war irgendwie klar. Und ich glaube, als nächstes haben wir dann den... Was war das für ein Ding? Ja, hier. Der Kubinasee. Ne, Kibinasee.
Vielleicht findet ihr auf dem Weg auch noch was, aber ich glaube nein. Oder? Wackelt die Maske? Nee, nicht ganz. Beziehungsweise gar nicht. Hier habe ich auch irgendwo schon mal einen Croc gefunden. Da, genau an der Stelle. Da war schon einer. Den habe ich schon mal irgendwo mal geholt, als ich hier lang gegangen bin. Der Hinder. Genau, das sind Pfeile gewesen. Da müssen wir einfach noch rauflegen. Wir hatten hier auch irgendwo einen Gerudo-NPC, gab es hier. Der hat man auch euch geholfen. Hat er wieder gegen irgendjemanden gekämpft. Und das war's. Aber das sah aus, das war so eine Gerudo, wo ich dachte, die schafft den Boblin nicht alleine. Wirklich nicht. Das kann ich hier gar nicht, das kaufe ich hier nicht ab. Vielleicht finde ich sie mal, dann könnt ihr sie sehen. Dann seht ihr das wahrscheinlich genauso wie ich. Oder ist sie jetzt weg hier? Jetzt komplett weg. Ich habe sie nicht mehr gefunden. Jetzt geht's zum Stall am See. Kann sein, dass die auch rumwandert. Die hätte gar kein Lager da gehabt. Das heißt, sie läuft auch ein bisschen rum. Vielleicht ist sie ja sogar hier beim Stall angekommen, wer weiß. Vielleicht ist sie ja sogar hier. Du bist die mit der Zeitung. Ne, Erbe der Zeitung, okay. Hier sind wir jetzt aber auch nur wegen dem Brunnen. Denn hier hinten ist noch einer, den ich nicht erkundet habe. Hier war ja auch meine Höhle. Da nämlich, wo ein Schrein drin war. Im BOTW zumindest, war das so. Die Höhle gibt es wohl nicht mehr. Oh. Okay, so einen Brunnen hatten wir auch noch. Moment, da geht's noch. Moment mal. So einen Brunnen hatten wir auch noch nicht. Regnet das schon? Oh, das regnet schon. Das trifft bis hier runter, oder was? Das ist nur nass. Jetzt ist die Frage, kann man das Wasser ablassen irgendwie? Weil da unten im Wasser war doch gerade was. Ja, ich mache hier das jetzt ein bisschen Schlag auf Schlag. Für den wichtigsten Punkten. Finde ich irgendwie ein bisschen angenehmer. Die ganzen Laufwege. Habe ich ja in den Folgen davor auch schon ein bisschen angefangen. Jetzt mache ich vielleicht noch einen kleinen Tick stärker. Finde ich so ein bisschen angenehmer zu zeigen. Keine Ahnung, ob man das Wasser ablassen kann. Ich guck mal ein bisschen, ob ich hier noch was finde. Nee, es scheint nicht so zu sein, dass man es ablassen kann. Ich habe aber die Fische gekriegt. Zumindest einer schwimmt da noch. Damals sieht man noch einen. Aber die waren recht weit oben. Ja auch. Ich glaube, man kann die so kriegen. Geht wohl nicht. Man kann das wohl nicht ablassen, das Wasser. Soll wohl mal sein. Ist aber auch schön, dass man im Brunnen einfach mal, ja, ganz normal Wasser halt hat, ne? Wie man es eigentlich so kennt von einem Brunnen. Die meisten hat das ja nicht gehabt. Oh! Was? Ich habe eine Sidequest hier? Ich war eben hier. Deshalb weiß ich, wusste, dass ein Brunnen da ist und habe den nicht gesehen. Ich habe eben alle angequatscht hier. Cool. Mal wieder eine Sidequest alleine gefunden. Ja gut, die meisten, ne? Nee, den hatte ich angequatscht. Der lag im Bett in der Zeit. Da sieht man wieder, wenn die am Schlafen sind. Ja, warum so? Wie soll der auch den Sidequest geben? Aber dass er halt keiner angezeigt wird, ist fies. Also, merkt euch selber, wenn ihr versucht, alles alleine zu finden. Je nachdem, wie viel ihr von bei mir geguckt habt. Wenn die schlafen, ist kein Ausrufezeichen drüber. Ach, was soll denn das? Warum müssen sich ausgerechnet in den Höhlen Monster breit machen, in denen man sie gar nicht gebrauchen kann? Es ist doch nur ein Weg, gäbe sie da zu verscheuchen, damit wir diesem Stall sehr wäre diesem Stall sehr geholfen. Oh, hallo. Tut mir leid, ich war in Gedanken und hab dich gar nicht bemerkt. Hast du vielleicht mein Selbstgespräch mitgehört? Da sind Monster? Du hast wirklich gehört, oder? Na egal. Hier in der Nähe gibt es drei Höhlen. Oh, die durch den Kataklysmus entstanden sind. Gehören die alle? Da wollte ich auch hin. Genau das war mein Ziel, wo ich gleich hin wollte. Weil da war ich in diesem Spiel noch nicht. Okay, dann passt das ja perfekt in diese Folge rein. Eine findet sich am Lotussee. Eine weitere liegt am Rodai-See. Und die dritte findest du am Kalora-See. In diesen Höhlen können große Mengen an Leuchtstein abgebaut werden. Da sind sie für Besucher des Stalls am See ein beliebtes Ziel geworden. Nun ja, das waren sie zumindest. Denn drei riesige Monsterbrüder sind von Thermepass im Nordosten hergekommen und die Höhlen eingezogen. Wenn wir nichts unternehmen, wird niemand mehr zu den Höhlen reisen wollen. Unser Stall hat keine Gäste mehr. Gegen solche Monster komme ich nicht an. Einfach friedlich gehen werden sie wohl auch nicht. Drei Riesenbrüder in drei Höhlen. Okay, vielleicht ist das sogar besser, weil es so viel ist, das beim nächsten Mal zu machen, weil wir haben noch eine Quest vor uns, die ich letztes Mal markiert habe. Ich weiß auch genau, was das für Viecher sind. Und übrigens da noch was.
Ich weiß sogar, welche das sind. Das sind nämlich drei Hinox. Der hat nämlich von dem Thermepass geredet, ne? Genau hier. Thermepass. Hier bin ich auch schon gut entlang gelaufen. Hier noch nicht ganz so, glaube ich, oder? Ah, ein bisschen. Genau dort waren nämlich im BOTW drei Hinox drumherum, die man alle besiegen musste. Nee, einen, glaube ich. Wegen dem Juwel musste man besiegen. Ich glaube, einer hatte ein Juwel. Mal zeigen. Der lag hier unten, genau. Der hat ein Juwel gehabt. Das musste man da hinbringen. Nee, man musste alle. Nee, stimmt nicht. Alle hatten ein Juwel. Alle drei hatten ein Juwel und hat man eine Schreinquest gemacht. So was. Habe ich ein Foto von dir gemacht gehabt? Ja, von Dongos. Nicht Dodongo, sondern Dongo. Hat ihr noch was von uns? Nope, hat sie nicht. Okay, dann wissen wir schon mal, das hier ist ein Zielort für die nächste Folge, da das ein bisschen länger dauert. Weil ich möchte gerne noch das, was ich markiert habe, nämlich das hier hinten, möchte da jetzt gerne mal hin und dann mal schauen. Damit ihr nochmal genau seht, wo wir jetzt gleich ankommen. Hier beim Rikona-Hügel, da geht's jetzt hin. Und danach werde ich noch ein bisschen mal Sachen erkunden. Und dann haben wir auch wieder zwei Sidequests in einer Folge. Ja, das reicht eigentlich. Habe ich euch schon mal erklärt, warum. Oh, und hier ist schon wieder was mit einem Brunnen. Okay, das wusste ich jetzt wiederum nicht. Was raucht der da raus? Na, jetzt nicht mehr, komischerweise. Rock ist hier nicht. Kein Croggy? Na gut. Dann mal weg damit, den Stempel noch rein da. Neuer Brunnen wieder. Da ist er. Oder sie? Sie. Okay. Hm? Bist du etwa ein Gast? Willkommen, Mimosas Geheimem? Ah, oh, okay, hier ist ein Typo. Restaurant. Nur hier steht das perfekte Gericht auf der Speisekarte. Zugegeben, eigentlich... Ach nee, Geheimem... Ach, das war wegen ihrem Namen. Nee, vielleicht wurde ich vertippt. Zugegeben, eigentlich habe ich noch gar nicht geöffnet. Daher musst du eine ziemlich gute Nase haben. Naja, gut, man sieht den Rauch. Ich meine, du bist doch mit dem verlockten Duft bisher gefolgt, richtig? Da war ein Rauchsignal. Wie? Ist deine Nase etwa zu? Das ist kein Rauchsignal, sondern der Rauch von meinem Kochfeuer. Ach, egal. Schließlich habe ich, Mimosa, Tag und Nacht daran gearbeitet, das perfekte Gericht zu kreieren. Ich habe viel Zeit in die Erforschung experimenteller Cuisine gesteckt. Nicht Cuisine. Genau. Und nun endlich habe ich die perfekte Zubereitungsmethode gemeistert. Ich kenne das Wort nicht. Also Cuisine ja, aber dieses, was da eben stand. Den Fehlschlag nicht wegwerfen, sondern in Form pressen. Nochmal aufkochen und dann das gewisse etwas. Ah, tut mir leid, ich bin nur sehr stolz darauf, wie weit ich gekommen bin. Da lasse ich mich manchmal etwas mitreißen. Also, möchtest du, dass ich deine kreativen Experimente für dich rette? Wenn du mir ein misslungenes Gericht gibst, verwende ich es für dich in das perfekte Gericht. Oh. Hör zu, hast du schon mal versucht, etwas in dein Essen zu mischen, das eigentlich gar kein Nahrungsmittel ist? Wenn man das macht, ist das Ergebnis in der Regel eine kulinarische Neuschöpfung. Und gibt es hauptsächlich in den Geschmacksrichtungen dubiose Matsche und harter Brocken. Dubios, ich bitte dich, was heißt hier schon hart? Bloß weil ein paar Monster zu einer Steine mit drin sind? Ganz schön gemein, was die Leute so reden, oder? Ihnen fehlt einfach die Experimentierfreudigkeit. Oh. Ah, tut mir leid. Wenn ich daran denke, wie mein Leben früher war, von meiner Kochkarriere rege ich mich manchmal auf. Wenn du mir misslungene Gerichte gibst, kann ich dir daraus das perfekte Gericht zubereiten. Sprich mich einfach jederzeit an, wenn dir danach ist. Okay. Stopp, Pfoten weg. Der Kochflacht ist bla bla. Problem ist, ich kann nicht hier kochen, ne? Ah, weil jetzt ist da ja die Sache im Weg. Ich muss halt irgendwie irgendwas Mülliges kochen. Ich wüsste gerade auf einmal gar nicht, was ich Schlechtes kochen kann. Sowas zum Beispiel. Kann ich das hier kochen? Nee, ne? Ah, ja gut. Dann werde ich... Oder habe ich noch dubiose Matsche dabei? Hat er Brocken, dubiose Matsche? Das eine wäre ja dann so... Dingens, dass man das gut erkennen kann. Nee, harter Brocken auch nicht. Na gut, dann muss ich mal eben... Wisst ihr was, ich habe so viel von diesen komischen Dingern hier. Das ist ja voll nervig, weg damit. Hol ich mal eben was und dann können wir die Quest hier auch beenden. Die dubiose Matsche habe ich dabei. Rein da zu ihr. Ich muss wieder mal meine Maske aufsetzen, falls ich einen Croggy zwischendurch finde. Wo haben wir den denn? Da. Okay, rein da und runter. Was macht sie denn daraus dann? Bin hier mal gespannt. Willkommen, haha. Ja, ja. Gern doch hier. In Ordnung, zeig mal her. Ups, was du am Kochtopf verbrochen hast. Was ich am Kochtopf verbrochen habe. Ja, und das sieht immer so verpixelt aus. So wie bei Sims.
in die Duschen gehen oder so. Was zum seligen Suppenhieb ist das denn? Ist überhaupt möglich, so etwas zu kochen? Was haben dir die armen Zutaten denn nur getan? Ah, Verzeihung, diese Experimente sind einfach so vorzüglich, dass ich nicht einmal mich halten konnte. Gut, jedenfalls, dass du das nicht mehr in deiner Tasche aufbewahrt warst. Zu gefährlich. Ich werde es in Form pressen, aufkochen und dann das perfekte Gericht daraus zaubern. So bekommst du einen großen Rabatt, weil du zum ersten Mal hier bist. Sagen wir 5 Rubine. Okay. Danke, dass du hier zu Gast bist. Gut, dann los. Dass die Halbwache irgendwo hier ist. Feuer, Marsch! Schnibbeln, klopfen, dünsten, Harold Barsch dazu, kochen, braten und noch etwas wild. Dann kläre ich mich für meine Geheimzutat. Und fertig. Nimm das. Was macht die da? Was kriegen wir denn jetzt? Das war harte Arbeit. Hier, das perfekte Gericht. Bitteschön. Monster-Eintopf. Ein Monster-Essenz gekochtes saisonales Gericht aus Fisch und Fleisch mit einem einzigartigen Geschmack. Erst bevor es kalt wird. Nee, mit meiner Geheimtat bin ich unschlagbar. Der weite Weg bis zu diesem Dorf im Nordosten hat sich gelohnt. Okay, das war's schon. Gut, dann haben wir diese... Oh, hä? Die Truhe ist wieder da. Ich denke, es ist wieder da, die Kiste. Gott sei Dank, da sind natürlich nochmal Pfeile drin. Dann kann man also bei ihr, wenn man will, die Sachen auf jeden Fall, wenn man versaut hat, wieder neu machen oder ja, verbessern lassen, dass man die überhaupt benutzen kann. Das perfekte Gericht haben wir jetzt gemacht. Ich weiß gar nicht, wie das andere hieß. Da gucke ich im Video nach, weiß ich gerade gar nicht. Den Namen gar nicht drauf geachtet. Ja. Ach so, ja. Die drei Riesenbrüder in drei Höhlen. Genau. Das ist auf jeden Fall eine Quest, die wir noch haben. Egal, werde ich dann gucken. Jetzt geht's weiter mit dem Erkunden, wo ich noch nicht war. Das heißt, ich werde jetzt hier so lang laufen. Und wenn ich Crocs sehe oder Höhlen oder so, dann sehen wir uns wieder. Dann gucke ich noch das hier alles auch nach, wenn das so geht. Gleich hier auch nochmal, mal gucken. Ja, mal schauen. Alles, was ich noch nicht gemacht habe. Hier, das hier sparen wir uns auf für die nächste Folge. Aber diesen ganzen Weg will ich jetzt einmal ablaufen. Oh, ja, gut. In der Nähe des Schreins ist schon der erste Krog. Und ich habe gerade runtergeschaut. Ich glaube... Komm ich da selber rüber? Ja. Ich glaube, da unten wartet auch schon auf einen Krog auf uns. Oder ein NPC. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe irgendwas gesehen, als ich von hier gerade runtergeguckt habe. Eigentlich dachte ich erst, ich würde noch ein paar Meter weiterlaufen, bevor wir uns wiedersehen. Aber nee, da unten war irgendwo was. Da! Das ist doch ein Krog, oder? Ja. Das ist ein Kroggy. Ah. Und schon der nächste. Alles klar, super. Wo willst du hin? Oh, da ganz hinten schon wieder. Ah, okay. Okay. Wieder ein weiter Weg. So, du bist da. Haben wir dich. Ja, mache ich am gerne weiter mit der Ultra Hand. Ich fand's ganz cool. Ich hatte da eben auch wieder einen NPC langlaufen sehen, da hinten so, bei dieser Unterführung. Es ist schön, wenn es regnet. Dass sie halt wirklich einfach sich irgendwo unterstellen. Von hier aus sehe ich gerade einen Baum, der sehr... Was für ein Baum da oben? Okay, sieht aus wie aus den Himmelsinseln. Man erkennt den halt ziemlich gut, ne? Und dann haben wir jetzt die Kroggies hier geholt. Ach, schon wieder doppelt gedrückt. Die Kroggies hier geholt. Okay, dann gehen wir jetzt... Jetzt gehen wir wirklich hier weiter. Ah, hier ist doch einer. Ja, ich bin oben drauf. Hier unten war noch nichts bislang. Mal schauen, wie lange ich das mit den Folgen hinkriege. Ich muss vielleicht auch zwischendurch selber mal schneiden und so gucken, wie lange die Folgen gehen. Weil die Folgen, wenn ich halt viel rausschneide, ist es immer schwer zu sehen. Meine, die Aufnahmen gehen ja immer so gefühlt eine Stunde oder länger. Weil dann schneide ich manchmal so wirklich dann so an die 15 bis 20 Minuten so wieder raus. Kann sein, dass es dadurch, dass ich jetzt hier viel mehr Schnitte mache, dass natürlich ein kleiner Tick noch anders abläuft. Ja, hier sehe ich bislang auch nichts mehr großartig. Ein schwarzer Hinox? Ja, der ist auch noch hier. Jetzt war weiter, ob ich wie gesagt alle mache, das weiß ich noch nicht. Wenn, dann mache ich das irgendwann. Man könnte den aber mitnehmen, aber ich weiß, dass der ist. Ich werde den einfach mal markieren. Dann weiß ich schon mal von. Weiß ich das einfach mal. Hier ist noch ein Gegnerlager. Das war früher im BOTW auch da. Oh. Ein Kroggy? Wo? Ah, hier. Okay, noch einer mehr.
Diese Maske war ja in BOTW. Die Crop-Maske war in BOTW ein DLC-Item. Eigentlich ziemlich blöd, dass das ein DLC-Item war, in dem ich vorher drin war. Davor hattest du halt keine Möglichkeit, dir irgendwie minimal helfen zu lassen. Das war irgendwie fies, würde ich sagen. Zum Glück haben sie es hier sofort eingebaut. Interessant nur, dass ich keine Höhlen oder so finde. Es wären hier eigentlich noch voll viele Höhlen, aber hier sind gar keine. Aber wir haben in der nächsten Folge 3 Höhlen vor uns und wieder 3 mehr, ne? Geht echt schnell da, wenn man so überlegt. Ja, das ist nur ein Gegnerlager. Ein Gegnerlager hat meistens eigentlich keine Quest, außer es ist Monsterhorde für eine Episode. Aber das haben wir ja alle schon fertig. Oh, da ist der nächste. Wir sind jetzt hier oben drauf. Ich bin jetzt gerade mal rumgeflogen. Ich glaube, ich werde es jetzt auch öfter mal ein bisschen lieber mal das nutzen hier. Ist ein bisschen schneller, als wenn ich jetzt überall immer lang laufe. Aber ich muss leider hier runter. Ich muss jetzt leider hier runter, deshalb schmeiße ich mir das auch schon mal da unten hin. Oh, ich hätte das super nutzen können zum Rüberfliegen. Ja, hier ist noch einer. Ich wusste nicht, ich dachte, ich muss nach unten. Das war jetzt natürlich ein bisschen Panne, ne? Das war jetzt natürlich ein bisschen doof gerade. Ja, ich denke mal, es wird Zeit, auch öfter jetzt das Gerät dazu nutzen, um rumzufliegen. Es lohnt sich halt irgendwie nicht mehr alles zu laufen. Ich habe zwar nicht... Ich habe zwar nicht die volle Batterie. Aber wie man gemerkt hat, oder ich habe es eben gemerkt, wäre schon klug, das so zu machen. Und das ist noch ein Zweier-Croc. Ist das Ding jetzt weg? Ich glaube, jetzt mein Fluggerät habe ich wahrscheinlich jetzt verloren. Okay. Auch nicht schlimm. Ich kann mir neue bauen. Da ganz hin, da wollte ich sowieso hin. Aber bevor ich da hingehe, bevor ich den Croc jetzt helfe, ich habe da hier noch was gesehen. Ich meine, eigentlich meine ich nicht Burg da. Oder habe ich davon ein Foto gemacht? Ja, habe ich. Okay. Oh, ein Hit, ist er down? Okay. Ich meinte eigentlich nicht Burg da. Ich meinte eigentlich die Höhle da hinten. Die. Die habe ich gesehen. Ah, das sieht gar nicht so... Das sieht ganz angenehm aus. Einfach so machen. So. Dahin. Dann einmal so. Den noch nehmen. Hätte wahrscheinlich auch ohne Boden machen können vielleicht. So. Und jetzt da rein, oder? Hatten wir denn schon mal so ein Schild? Oh, das geht gar nicht so gut. Oder doch von der Höhe? Doch, es geht perfekt. Perfekt. Da müsste... Shit. Abgebrochen. Jetzt werde ich auch so machen. Ja, schön. Müsste auch gehen. Was ist los? Perfekt. Da fällt ein Stein runter. Ich sehe es hinter mir. Da hinten. Ach, da ganz hinten. Also ich muss sagen, in dieser Folge geht wirklich alles Schlag auf Schlag. Hier wird nicht lange drüber nachgedacht. Zack, zack, fertig. Wir müssen fertig werden, Jungs. Eigentlich nicht, aber ich finde es ganz schön, dass ihr gerade in diesem Tempo, muss ich sagen. Gefällt mir. Ist mein Tempo. Ja, wie gesagt, kann natürlich sein, dass auch manche Folgen vielleicht ein bisschen länger jetzt werden, wenn ich so viel schneide. Nicht immer gut zu sehen, wie lang das Ganze geht. Ist auch nicht schlimm. Ich denke mal, die Leute freuen sich auch ein bisschen längere Folgen. Wobei, wir hatten ja schon einige lange Folgen in dem Game. Mit dem Game hier. Die ersten Folgen waren länger. Ich habe ja von Anfang auch gesagt, in dem Spiel, ups, sieht man nicht unbedingt viel, wenn man halt irgendwie immer nur 30 Minuten läuft. Das Game ist zu groß für 30 Minuten Videos, eigentlich. Jetzt ist vielleicht noch ein bisschen was anderes. Wenn man jetzt nur die Höhlen und so abklappert und eben ein paar Sidequests macht. Aber am Anfang halt, wo halt alles neu ist, ne? Da gibt es so vieles. Sidequest, Hauptquest, alles einsammeln, bla bla bla. Untergrund, Himmelsinseln. War natürlich was anderes. Ist aber ein Gegnerlager, aber auch gleichzeitig eine Höhle. Also ist ein Majoi hier. Oh, wieder nach oben. Das hatten wir schon mal. Aber da war es ganz anders mit nach oben. Ich habe gerade Angst gehabt, dass ich zu weit hochgehe. Okay. Und zack. Majoi, ich rette dich. Dann haben wir den. Ja, ich mache jetzt nur noch, wie gesagt, ich will nicht alle besiegen. Dann werde ich jetzt zum Croc gehen, den wir eben gerade gesehen haben, und ihn zu seinem Freund bringen.
Auf geht's. Mit diesem Flugobjekt geht es ja doch ganz gut. Mit dem Croc. Ich muss ihn einfach nur hinten ein bisschen draufsetzen. Dann funktioniert das eigentlich perfekt. Ich dachte, das klappt vom Gewicht immer so schlecht, dass er das immer runterreißt. Weil, ja gut, eigentlich müsste man dafür ein besseres Vehikel bauen. Aber nein, geht auch so. Einfach ganz hinten draufsetzen und dann passt das. Okay, ist der auch da? Ist jetzt hier noch irgendwas Schönes? Hier beim Steg? Ich glaube, hier ist irgendwie echt nichts. Keine Flaschenpost, nichts, ne? Schade, dass von der Flaschenpost so wenig da waren. Hätte ich auch noch ein bisschen öfter gefeiert. Da ist ja noch eine da im Spiel, die ich nicht hatte. Es gibt zwei Stück habe ich gehabt. Zwei Stück, ja. Ich weiß nicht, ob es noch eine dritte gibt. Okay. Dann wäre das hier alles gewesen. Dann fliegen wir mal... Ja, noch ein bisschen das hier eben oben ab. Und das will ich dann nächstes Mal machen. Hier hinten. Hier ganz hinten fehlt halt auch noch extrem vieles. Die Brücken sowieso. Die dahin auch. Und das war's, glaube ich, oder? Ja, und hier halt diese Stellen. Hier auch diese Brücke. Das fehlt alles noch. Da werde ich gleich mal wieder schön schnell einmal durchsausen. Oh, hier ist ein Croggy. Stehen bleiben, stehen bleiben. Ich bin jetzt hier bei der Brücke, wo die erste Sidequest war. Hier ist noch ein Croc. Da unten, wo ich eben war. Hier, wie man sieht, habe ich nichts mehr gefunden. Bin mal gespannt, an wie vielen Sachen ich am Ende dann doch wirklich vorbeigerannt bin. Werden wir immer merken, wenn wir die ganzen Crocs sammeln. Muss ich hier das Dach reparieren? Ja, komm, das ist eine riesige Platte hier. Die passt mir perfekt hier rein, oder? Nee, so rum. Wie so ein Puzzleteil. Ey, jetzt hängen die da fest. Mensch. Rein da jetzt. Danke. Ist mir gar nicht aufgefallen vorhin, weil die Maske hat sehr gewackelt, weil ich wusste, dass unten ein Croc war. Und dachte, dass der ist gemeint. Ich hatte gerade auch irgendwie noch... Hatte ich nicht irgendwas gesehen eben? Als ich rumgeflogen bin. Aber da jetzt rumzufliegen ist ganz gut. Ich habe jetzt auch die Sonanium-Rüstung an. Damit ich mehr rumfliegen kann. Weil ich habe ja nicht... Ach doch, das habe ich gesehen. Burg, da war's. Weil ich habe nicht volle Batterien, wie man sieht. Also alles komplett voll. Ich habe ja nie wieder gefarmt gehabt, seitdem ich das bis dahin gemacht habe. Wird man auch nochmal machen. Ist mir persönlich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so wichtig. Muss ich sagen. Ich finde, ich kann genug mit der Sonanium-Rüstung so rumfliegen. Ob ich das am Ende komplett voll habe. War mal ein Ziel, aber irgendwie sind die Ziele, die ich jetzt so angehe mit den Höhlen und so, viel interessanter. Als jetzt zu farmen, dass ich volle Batterie habe. Brauche ich nicht unbedingt. So, einmal kurz da reinpacken. Zack. Und fertig, oder? Ja, ich könnte es natürlich, wie gesagt, mit manchen Sachen schneller machen. Geht's nicht, weil das... Ja, geht doch. Aber mache ich weiterhin nicht. Jo. Und auch schön hingekriegt. Ohne Probleme. Da wäre ich immer noch neugierig, wie viel ich davon jetzt schon habe. Das würde mich echt mal interessieren. So. Wieder mal 20 Rupees, wie immer. Noch was zu futtern. Deshalb habe ich ja immer die ganzen Sachen zu futtern dabei. Stimmt, er gibt mir ja auch oft was. Deshalb habe ich ja immer was zu essen, weil ich immer die Burg der Dinger mache. Aber ich glaube, dass mit den anderen Dingern, was ich da eben weggeschmissen habe vorhin. Eisbällchen, was das... Ich weiß nicht, was genau war. War noch was anderes. Oh, da ist wieder so ein Händler. Ich will nur gucken, habe ich den Namen schon? Au. Ja, habe ich schon. Weil die kommen ja sehr weit rum. Ich weiß nicht, was die für Routen haben. Aber die laufen halt nicht nur eine Strecke ab. Eine Straße hin und her. Und ein paar mehr. Croggy Time! Genau in der Nähe. Da unten ist auch schon der Händler wieder. Wir sind immer noch da, wo wir gerade eben waren. Wisst ihr, ich bin so lange mit diesen Sachen nicht rumgeflogen. Nachdem ich jetzt so lange hier aber gespielt habe, normal rumgelaufen bin. Ich meine, ich mochte das echt so BOTW-like zu spielen. Irgendwie mehr Spaß dran, als die ganze Zeit zu fliegen. Aber es macht auch gerade echt mal Fun, einfach durch dieses ganze Gebiet durchzufliegen und dadurch die ganzen Sachen aufzudecken. Ständig einfach immer nur zu laufen, weil Laufen dauert halt voll lange. Ihr kriegt das vielleicht gar nicht immer so mit, weil ich das ja, wie gesagt, rausschneide, aber für mich... Warum ist das denn steht schlecht? Für mich ist das halt wirklich sehr angenehm, gerade mal einfach mal schnell überall lang zu zischen, anstatt immer zu laufen. Hätte auch ein Pferd nehmen können, zur Not. Ah, wollte ich irgendwie gar nicht. Ich glaube, Reiten tun in dem Spiel sowieso die wenigsten gerne. Nicht wegen dem Spiel selber, sondern man hat andere Möglichkeiten. Oder man springt von irgendwelchen Himmelsinseln ab oder so.
Da sieht man schon was auf Entfernung. Und da links ist auch ein Burg da. Hopp. Okay. Dann wollen wir den mal darüber bringen. Lieber so. Geht das gleich noch ins Wasser. Wie es gerade passiert ist, aber ist ja nicht schlimm. Nicht schlimm. Raus damit und hinter. Zack, einer mehr. Wenn ich es richtig gemacht hätte. Jetzt. Gut, und dann noch zur Burg. Da ist doch sogar noch so ein Zelt. Ist das seins oder ist das noch ein Croggy? Turan, Wind. Hat nicht viel gebracht. Besser als gar nichts. Ist das ein Croggy-Zelt oder ist das seins? Ist das ganz anders? Oder habe ich hier schon was gemacht? Nee, hier war ich noch gar nicht. Keine Ahnung, gleich mal gucken. Lass doch mal los. Bob. Ich wollte das gar nicht. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gemacht habe. Frag mich nicht. Das war nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt habe. Was haben wir denn diesmal für Auswahl? Wieder das Übliche. Nee, hier ist einfach nur, liegt immer nur Kram rum. Oh, ich habe die nie fotografiert, aber habe ich die doch letztes Mal benutzt für ein Burgda-Dingens. Okay, ich habe die echt nicht fotografiert gehabt. Ich habe zwischendurch auch übrigens immer mal wieder was fotografiert, sei es Gegner, Waffen oder so. Kann ich noch mitteilen. Ich nehme jetzt gerade ein. Was sind das diesmal für eine? Sowas ist das. Okay. Keine Ahnung, ob das eine gute Idee ist. Es geht nicht so hoch. Da was müssen wir mit den Brettern lieber machen. Ich könnte höchstens jetzt oben noch mal eins draufpacken. Reicht das denn aus von der Höhe? Ich bin voll weit mit der Cam. Oh, okay, da oben ist ein Gegner. Zugegeben, so meinte ich gar nicht. Aber die Idee, das könnte auch funktionieren. Dass er jetzt einfach nur nach vorne darauf kippt und dann stehen bleibt. War nicht ganz so gedacht, aber könnte funktionieren. Funktioniert auch einwandfrei. Schneller, Bock da! Schneller, der Blutbund kommt! Bevor ich das gleich... Ah ne, das resettet sich hier nicht, das hatten wir schon mal. Das resettet sich ja nicht. Meine Waffe sieht so komisch aus, vor die ganzen Ketten dran. Das ist doch nur so ein Ivarok-Ding. Ne, ist ein irgendwas mit Hinox war das. Glaube ich. Das einmal für zwischendurch mal nachgeguckt, weil mich das gewundert hat, was ich da angepackt habe. Standen bei der Waffe. Ja, blaue Hinox, blaues Hinox-Horn. Das sieht ganz anders aus. Gut. Dann wäre der Ort fertig. Weiterfliegen. Oh, bei der Brücke hier ist ein Croggy. Können wir doch mal stehen. Wo denn? Ich bin jetzt hier einmal rumgeflogen. Hier war jetzt nichts, aber hier bei der Orsett-Brücke und zwei Brücken haben wir hier auch noch. Und da noch eine dritte. Die ich einmal abgucken muss. Ist wieder da unter irgendwie so eine Nuss oder sowas? Oh, nee. Oh, hat nicht funktioniert. Gut. Bestimmt von hier aus auch, oder? Kann ich einfach hier reinspringen? Ja, perfekt. Okay, dann einmal von hier aus. Ja, uns auf uns läuft jetzt aber gerade so ein riesiger... Was heißt ein riesiger? Das sind dieselbe Größe. Biberrock zu, glaube ich. Läuft der nicht hier gerade den Weg lang? Oh ja. Oh, der ist nah dran. Der will auf jeden Fall Stress. Ich glaube mit mir irgendwie Tee trinken oder so hat er nicht vor. Nee. Sieht er nicht aus. Da unten war auch noch schon Zweier Croggy. Den haben wir auch irgendwann mal geholt, oder? Mach ich denn wieder das? Ja. Der ist schon. Jetzt geh doch rauf da. Danke. Oh ja. Es ist echt ein schönes Gefühl, mal hier so rumzuflitzen. Ist voll geil. Für mich ist das gerade echt... ich meine, das ist jetzt nichts Neues, aber... War ja das gerade, nachdem ich das so lange halt irgendwie... nicht gemacht habe. Oh, okay. Ich wollte gerade schneiden, aber... Da ist doch schon der Nächste. Oh. Zack. Kann ich einfach hier stehen? Geht das auch? Ah, ich mach lieber so. Boah, Tool hat mich fast weggeweht. Da wollte er mich schon wegwehen. Seh nix.
Ich möchte gerne wieder mein Vehikel haben, bitte. Kann sein, dass ich auch jetzt hier mehr Hardcuts mache, anstatt das so ruhig schneiden. Weil ihr mittlerweile ja wisst, wie das abläuft hier. Einfach von einem Croc zu einer Höhle zum Dingenskirchen. Je nachdem, was ich finde. Ja, bei jeder Brücke ist einer, oder? Jetzt einfach ein bisschen zu der Brücke. Die beiden Brücken möchte ich gleich auch nochmal gucken, ob da noch was ist. Aber eine Sidequest bislang nicht mehr gefunden bei den Brücken. Weil, mein Gott, weil es einmal passiert, muss es jetzt nicht immer passieren. Ist das diesmal eine Nuss? Nee, ist ein Stein. Bin enttäuscht. Wo, wann ist es mal wieder eine Nuss, die ich abschießen muss? Ich glaube, ich habe gar keinen Bogen ausgerüstet. Ich habe es eben schon versucht. Ich wollte von oben runter mit dem Glider und einen Gegner besiegen. Weil er wieder gegen irgendwo so einen NPC gekämpft hat. Genau. Ich habe gemerkt, ich habe gar keinen Bogen mehr ausgerüstet. Den da kann man auch schön mal wegschmeißen. Der nächste, den ich finde, kann sich freuen. Viel Spaß damit. Aha, hier ist einer. Ich sehe da schon was. Das hat mich, als ich hier lang geflogen bin, von da aus noch da, gerade sehr gewundert, warum das hier so auffällig ist. Hier kann man rein. Ach, einfach da drin. Ich dachte, ich kann da irgendwie diesen Stein da rausziehen. Oh, okay. Da war nämlich dieses Auge, das war so wie so ein Schädel. Und diese Steine waren wie die Augen. Wir hatten das mit dem Auge ja schon mal gehabt bei den, bei dem einen Fossil in Eltra. Eldin. Und ich dachte gerade, dass ich da einen Stein einsetzen muss. Da kommt doch ein neuer Brunnen auf mich zu. Oh, ich war noch nie bei der Rauro-Dorf-Ruine. Stimmt, das war auch die BOTW-Zeit, als ich das mit Master Mus 100% gespielt habe. Weil da gab es die auch noch. Ich meine, die ganzen Namen sind ja immer dieselben. Oh, dann mal rein in den Brunnen. Oh, ich hoffe, mein Vehikel bleibt da. Hier noch ein NPC. Da ist auf jeden Fall ein Lagerfeuer irgendwo da. Vielleicht ist da noch einer, der eine Quest hat. Werden wir gleich merken. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Ein ganz schönes, Hier kann man ganz viele Leuchtsamen holen, ne? Ja, geil. Ja gut, passt zu Rauru. Passt ja auch irgendwie so ein bisschen. Das Ganze. Aber mehr war hier nicht. Nicht unbedingt special. Kein Buch, kein nix. Oder ich war gerade blind. Ich hoffe nicht. Und wenn ja, werden wir spätestens merken, wenn ich noch in die Quest hole. So, dann können wir von da aus noch mal ein paar Meter weiterfliegen. Aber da sind doch zwei NP. Das sind die Schatztypen, oder nicht? Doch, warum sind die denn hier? Die haben doch noch eine Quest für mich. Ich glaub's nicht. Nee, das sind die nicht, oder? Doch, das sind die beiden. Die kann man auch immer wieder finden, hier bei dieser Höhle. Und ich habe die ja schon ein paar Mal angequatscht. Oh, ich lag richtig, dass die doch noch Quests für mich haben. Nur an einem anderen Ort. Und da ist noch eine Höhle. Und da war ich noch nicht drinne. Aber was die beiden für uns parat halten, vielleicht sind das sogar wieder ein paar mehr Quests hintereinander, wie bei anderen Rüstungsteilen. Aber wir haben ja alle. Mal schauen, was es sein wird. Ich bin gespannt. Das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Haut rein.